Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Arising Box von Michael Schulte. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Arising von Michael Schulte, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album von Michael Schulte, kommt hier in einer quadratischen, recht flachen Box. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen und dann schauen wir uns das an. So, einmal hier der Länge nach aufgeschlitzt. Und so sieht das dann aus. Also das hier ist das Cover der Box, der Boxdeckel. Hier haben wir dieses Logo und dann aus diversen Dreiecken und Formen sieht ein bisschen so aus wie so ein Phönix, der hier gerade aufersteht oder sich gerade in die Luft erhebt. Auf der Seite zieht sich das Artwork durch. Auf der linken Seite lesen wir dann Michael Schulte, The Arising Very Us Records, und auf der Unterseite haben wir einen riesen Barcode, die Labels. Okay, gut, der Boxdeckel ist überraschenderweise nicht abzunehmen, sondern lässt sich hier aufklappen. Hier seitlich geht das Ganze auf, so, genau, und hier kommt dann auch schon der Boxinhalt. Also was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein Armbändchen. Dann als nächstes eine Tragetasche, 1, 2, 3 unterschriebene Kärtchen, das ist vermutlich ein Poster, dann haben wir hier eine Bonus-CD, die EP, die Thoughts EP und das Album an sich, The Arising. So, die Box ist nun leer, hier so in weiß, und hier haben wir so einen Halter, damit das Album und so weiter nicht rumfliegt. Ist hier so reingeklebt. Okay. So, und dann schauen wir mal, da haben wir noch Folie drumherum, hier nicht, und die restlichen Inhalte kommen auch alle ohne Folie. Von daher können wir dann direkt mit dem Album starten. Nachdem wir auch das noch aus der Folie holen. So, einmal. Wunderbar. So, also das ist es. Das Album The Arising kommt hier im Digipack. Hat das Artwork des Boxdeckels, allerdings eben hier mit dem Schriftzug Michael Schulte und The Arising. Dieses Logo ist hier entsprechend weiter nach oben gerückt, etwas kleiner. Und wir haben hier so eine, ja, Metalloptik, ist es generell etwas dunkler vom Cover her, also etwas dunkler als die Box. Auf der Seite beschriftet. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Stück sind hier mit dabei. Barcode, Logo, Label, okay. Im Innenleben auch hier wieder diese Metalloptik, die zieht sich hier so durch. Es schimmert überall so. Und dann kommen wir mal zum Booklet. So, was haben wir hier? Hier geht's los. Die einzelnen Tracks mit Lyrics abgedruckt. Dann hier noch ein Bild des Künstlers. Zieht sich hier dann durch. Also jeder Track hat hier eine eigene Seite, beziehungsweise hier sogar zwei Tracks auf einer Seite und die gesamten Lyrics. Fotos, Text, also klassisches Booklet. Sowohl Bilder als auch Text mit dabei. So, und zum Abschluss gibt es dann hier noch eine Danksagung. So wie natürlich die Album-Credits, wer hier bei den jeweiligen Songs beteiligt war. Und natürlich auch noch Album-Credits. Gut, das war's zum Booklet. Packen wir gleich wieder zurück. Einmal hier rein. Und so sieht dann die CD aus.
So, Michael Schulte, The Arising lesen wir hier auch wieder. Und hier wieder das Logo. So, und damit nicht genug. Wir haben zusätzlich zu dem Album auch noch eine Bonus-EP. Die kommt hier in grün. Thoughts nennt sich das Ganze. Also Gedanken. 4 Stück. Eine davon ein Akustik-Track. Hier steht auch noch, taken from the album The Arising. Hier ist kein Barcode, also diese EP gibt es so physisch, glaube ich, wirklich nur in der Box als Beigabe. Das ist die CD und die kommt hier, wie gesagt, in einer Papphülle. So, das war's zur Musik. Als nächstes haben wir noch ein Armbändchen. So sieht das aus. Hier beschriftet Michael Schulte, The Arising. Und dann hier diese orange-rote Dreiecksoptik, das Artwork vom Cover. Dann so ein weißes kleines Plastikteilchen hier. Also mit diesem kann man dann das Band entsprechend enger machen und individuell ans Handgelenk anpassen. Auf der Innenseite ist das Band hier in weiß. Also ein klassisches Festivalbändchen. Dann haben wir hier 3 Karten, die hier tatsächlich alle 3 unterschrieben wurden. Also das ist echt selten. Also wir haben hier zu diversen Tracks oder Veröffentlichungen, The Rising, Thoughts und Rock and Scissors, 3 Kärtchen hier, quadratisch, und wirklich alle 3 hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Das war auf jeden Fall eine ziemliche Arbeit, kann ich mir vorstellen, wenn man hier pro Box 3-mal unterschreiben musste. Heftige Sache. So, dann haben wir noch eine Tragetasche. Wie sieht die aus? Die kommt hier in so einem hellen Beige. Auch hier wieder das Albumcover aufgedruckt. Mit den Schriftzügen. Der Phönix hier zu sehen. Auf der Rückseite nichts. Also blank. Und dann schauen wir mal kurz rein, ob wir hier irgendwo, ja, direkt hier zu oberst am Bund, was lesen wir hier? Bags by Jazz, 100% Baumwolle, textiles Vertrauen, und das Ganze ist hier von der Tebram GmbH in Deutschland und ist made in Pakistan. Grüße gehen raus. So, und dann haben wir als letzten Boxinhalt nach dieser Tragetasche noch ein Poster. Das ist dieses hier, ist natürlich noch zusammengefalten. So, wir machen es mal auf. So, ist ziemlich groß. So, und zwar haben wir hier den Schriftzug wieder des Künstlers und des Albumtitels, darüber das Logo und dann hier riesengroß der Interpret abgebildet. Der Lockenkopf hier auf dem Poster. Und die Rückseite ist weiß. Also das Poster ist im Hochformat und einseitig bedruckt. Ging sich scheinbar nicht ganz aus von der Faltung, denn wir haben hier eben 2 Teile, die hier wirklich so quadratisch gefalten wurden. Hier so ganz klassisch, wie man es kennt. Aber hier dann noch so ein kleiner Abschnitt, den man hier auch nochmal abknicken, abfalten musste. Der hat sonst scheinbar nicht so ganz in die Box gepasst. Hätte man meiner Meinung nach besser gelöst, wenn man wirklich auf diese Breite verzichtet hätte und gesagt hätte, okay, alles klar, das Format der Box ist in diesem Fall dann eben hier vorbei. Vor allem, es wäre sich auch so ausgegangen, hätte man ein bisschen nach links rücken können. Aber ja, man hat sich für diese Variante entschieden, ist so. Gut, das war's mit der Box. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat. Ich sehe gerade, hier haben wir irgendwie eine kleine Verunreinigung, aber die lässt sich hier wegkratzen. Scheinbar irgendwie beim Falten oder beim Packen der Boxen ist hier irgendwie ein bisschen Schmutz dran gekommen. Also, das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Diese 3 quadratischen Karten, alle 3 signiert mit schwarzem Stift. Die Tragetasche mit dem Albumcover, mit dem Albumartwork. Das Stoffbändchen hier, das Armband. Die Bonus-EP, die Thoughts-EP in der Papphülle mit 4 Tracks.
und natürlich das Album an sich, The Arising, im Digipack mit 12 Liedern. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. The Arising von Michael Schulte. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Michael Schulte unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.